Dann haben wir da oben noch eine Quest, wie es aussieht. Welcome. You seek to learn the art of prophecy, I presume. Yes, was kannst du mir prophezeien sagen? Prophecies are the medium through which we are able to observe, record and even manipulate the delicate medium between the stars and our fates. Mhm. Go to any of the telescopes within this tower and use them to observe a constellation. Once you have found a star whose light you want to capture, record it as a prophecy. Okay. Once you've made your first strides in the art of divination, you may use lenses for more precise telescope control. In time, you will be granted access to a greater variety of them and may even use multiple at once. Okay. Initiates are not allowed this privilege. Our equipment is far too delicate. I may forgive a shattered lens or two, but Galila would be tempted to toss you off the edge of the observatory herself. Speak with Galila if you wish to purchase lenses and other items that may aid you in your research. Okay. You are helping the Circle of Fortune a great deal, Traveler. Okay, nice, cool. Okay, dann gucken wir mal in so eine Linse rein. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Was ist das da? Gunst erhältst du, ja, das ist klar. Weiter eine Tiefbelohnung anzeigen. What? Was macht denn das? Echolinsen. Wieder Fragen 2 oder Fragen 9? Was kann ich denn damit? Ah, Düsislinsen. Messembrallinsen. Okay, das ist Rang 2. Das ist auch Rang 2. Ich glaube, die sind alle Rang 2, ne? Wahrscheinlich. Oh. Ah. Oh, okay. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist in dem Ding da drin. Okay, was kann man? Tod von Abscheulichkeit. Pfeil der zerstoßenen einzigartigen Jewelry. Das sind Quests, die man machen kann. Ah, I got it. Okay, wir können hier Gunst spenden, um Quests anzunehmen, wie es aussieht. Und dann können wir hier Linsen einsetzen und wahrscheinlich diese Quests irgendwie verbessern oder so. Keine Ahnung. Das da kann man aber nur zweimal machen, maximal. Zweimal. Aber die kann man so oft machen, wie man will. Um einzigartige Relikte zu bekommen, erhabene Relikte oder einzigartige Jewelry. Aha. Erhabene Waffen, Set-Waffen. Wir haben eine Zweihand. Holy moly. Krass. Okay. I like it. Schon mal richtig gut dabei, hä? So, also ich gehe mal schwer davon aus, das sind die, genau, das sind die drei, die man... Und dann kann man neu auswürfeln und kriegt wahrscheinlich neue Quests hier. Wenn man die dann zweimal gemacht hat, kann man die einfach neu auswürfeln und wahrscheinlich wird die dann... Ja, okay, okay. Würde so Sinn ergeben. Ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall... wir gehen in die... Wir haben das nicht freigeschaltet. Okay, wir gehen nochmal in die obere Bezirk. I see, I see. Ich glaube... Wir machen jetzt noch einmal Dungeon. Und dann ist auch schon wieder... Ist auch schon wieder Zeit. Level 24 ist der. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich gespannt, ob das so funktioniert. Genau, wir machen jetzt noch einmal Dungeon. Hey, Kerzenchat. Kerzenchat? Nee. Hab ich denn... Das ist alles leer, perfekt. Wir machen jetzt noch einmal... ja, das ist alles leer, perfekt. Ja, wir brauchen ja einen Schlüssel. Einmal einen Schlüssel.
Noch einmal den Dungeon. Let's go. Rang 1, Stufe 45. Okay, dann bin ich jetzt gespannt. Drücke D, um die Verliesfertigkeit zu aktivieren. Okay, was genau macht die nochmal? Schaltet zwischen Immunität gegen Feuerschaden und Nekroseschaden um. Dies kostet eine Seelenglut. Wir haben Seelenglut. Auf was sind wir denn gerade eingestellt? Das weiß man nicht, ne? Okay. Gut. Macht Sinn. Dann müssen wir hier einmal rüberlaufen. Okay. Weg mit denen. Wait, können wir hier einfach durchgehen? Oder was ist hier so? Ah, noch zwei Truhen. Ja, nehmen wir doch mit. Nice. Oh mein Gott. Feuerschaden über Zeit. Das ist ein Held. Das ist ein Helm. Ach Mann. Wir haben doch schon einen coolen Helm. Naja, egal. Da bin ich echt gespannt, was da jetzt wird, ey. Ah, ich gehe davon aus, die machen halt viel Nekroseschaden, die Dinger, oder? Deswegen muss man sich gegen die halt... Ach, guck mal, der macht Feuerschaden und wir sind immun dagegen. Ah, ich sehe schon. Okay, die haben alle so ein Teil quasi über dem Kopf. Und da wird angezeigt, was für ein Damage die dann machen. Interesting. Nice. Nochmal Feuerdamage. Macht ihr nur. Sehr schön. Lass mich da mal lesen. Schutzversiegelter Brief. Du hast einen verblassten Brief gefunden, der durch Schutzzauber davor bewahrt wird, beschädigt zu werden. Brief öffnen. The survey has confirmed my suspicions. Despite your misguided doubts, this location is flawless. You thought the presence of that old battlefield an ill omen? Quite the contrary. Though I am not surprised that you would be foolish enough to think so. The remains of Solarum's war machines, so far from home, will make the perfect tools for the construction of this place. Was the Immortal Empire itself not founded on taking the might of Rhaer and wielding it as our own? It is no omen. It is a boon. You will see. Okay. Ach, hier ist wieder abgesperrt. Wir haben wieder auch hier abgesperrte... abgesperrte Bereiche. Was macht der denn? Der sah jetzt sehr gefährlich aus. Also wenn das nicht große Schaden gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich dead gewesen. Lass sehen. Okay. War so krass viel Damage von dem Nekrose. Von Nekrose kommen wir jetzt auch nicht. Also alles Gucci. Okay. Vielleicht doch nicht. Ich nehme alles wieder zurück. Warum müssen hier zwei gleichzeitig sein? Warum muss der eine Feuer und der andere eine große machen? Mann. Mach doch nicht diesen.
Oh! Oh, oh, oh! Nice. Feuerschaden über Zeit, auch geil. Und? Oh. Wir haben noch einen von denen. Da ist noch so ein Weaver's Will. Den können wir doch nehmen, oder? Let's go. Wir rüsten einfach zweimal denselben aus. Das wird bestimmt. Okay. Das wäre echt cool, wenn das hier so ein bisschen kleiner als der andere wäre. Das würde ich ja feiern. Wenn das ein bisschen kleinerer Dungeon wäre. Das wäre cool. Das wäre sehr cool. Nee, keine große Damage. Komm, das machen wir nicht. Das machen wir hier nicht. Schön. Brav, brav. Wieder abgesperrt. Alles abgesperrte Gebiete hier. Also ich bin ziemlich sicher, dass das hier nur quasi so ein bisschen das Ganze erklären soll. Und wir gleich in dem nächsten Gebiet einfach derbst aufs Mundwerk bekommen. Aber wirklich... richtig derbe. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ist doch schon, ein bisschen größer, ne? Es ist doch schon ein wenig größer. Und natürlich kriegen wir wieder richtig gut Sachen hinterher geworfen. Aber die Mechanik gefällt mir bis jetzt. Be gone! Ich muss mich immer noch so ein ganz klein wenig natürlich konzentrieren, weil ich will hier nicht unbedingt sterben, weil wir wissen alle, was es bedeutet, im Dungeon zu sterben. Weil, wie gesagt, ich glaube nur nicht, dass sie es schon gefixt haben. Ergo müssen wir davon ausgehen, dass wir, wenn wir sterben, wieder raus katapultiert werden. Und das nicht auf die sanfte Art. Sondern eher auf die unsanfte. Okay, wir haben hier auf jeden Fall Türen.
Die eine hat 15% mehr Seelenglut, die jedes gekauften Gegenstands zurückerstattet werden. Was? Sie haben 15%. Dass die Seelenglutkosten jedes von Seelenspieler gekauften Gegenstands zurückerstattet werden. Was? Was wir Seelen? Was? Kaufen? Was? Okay. Das verstehe ich jetzt nicht so hundertprozentig. So, wirklich? Nicht? Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ich gehe mal noch hier oben lang. Ist nix. I am not a man of many pockets. Okay. Nicht so viel stehen bleiben. Ich will hier nekrotischen Schaden verursachen. Okay, was genau gibt denn der jetzt hier? Erhöhte Mana-Regeneration jetzt wirklich? Holy moly, das ist ja richtig geil. Der gibt ja richtig, das ist richtig nice. Das ist wirklich richtig nice. Geilo. So. Der erste Gegenstand, der vom Seelenspieler gekauft wird, ist ein seltener Gegenstand mit einem zufällig versiegelten Affix auf Rang 3. Hä? Was ist hier Gegenstände kaufen, wa? Kann man jetzt im nächsten Gebiet irgendwie was kaufen? Seelengegenstände kaufen? Hallo? Aber das hört sich jetzt nicht so geil an, ne? Also, dass die Seelenglutkosten jedes vom gekauften Gegenstand zurückerstattet werden. Das hört sich doch viel besser an. So können wir mehr Gegenstände kaufen. Gehen wir mal in die Seelenfeuerfeste. Ich bin echt gespannt, was das... Okay. Warte mal kurz. Okay, also wir haben nur noch das und das. Dann sind wir schon fertig. Okay. Da geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Können wir nur geradeaus. Okay. So langsam wird unser Inventar aber doch sehr knapp. Dann. Hä? Oh mein Gott. Ich dachte, wir hätten immer noch Feuer ausgewählt, aber das hat sich, glaube ich, wieder... Das hat sich ja zurückgemacht. Das hat sich ja einfach resettet. Hat sich das... Auch Mana. Ja, die Mana. Nein. Ich hasse das. Dieser komische Mana-Bug. Der ist echt lästig. Der ist wirklich sehr lästig. I am not a man of many pockets. Ich weiß. Bist du nicht? Ich würde auch jetzt einfach mal davon absehen. I am not a man of many pockets. Ja, ja. Übertragen hier die Materialien. Ich würde mal davon absehen, hier die blauen Sachen mitzunehmen. Die brauchst du sowieso wirklich. Gar kein Mensch. Wir können auch keine Geschenke machen, nee. Und dann nehmen wir mal nur die hier mit. Boah,
Das sind wirklich schon extrem viele Sachen, die hier droppen, ne? Das sind gut viele Sachen, die hier droppen. Ja, das da hat doch jetzt... Der hat das doch clearly in eine andere Richtung gemacht. Vor den Big Dingern, vor den Genki-Dama-Dingern habe ich halt wirklich Angst. Das könnte echt in die Hose gehen. Das könnte wirklich in die Hose gehen. Wenn wir davon getroffen werden. Das wollten wir ja nicht. Macht das jetzt trotzdem Damage? I am not a man of many pockets. Ach je. Haben wir irgendwas wirklich krass geiles? Wir machen das da mal. Das war ganz okay. Aber ansonsten haben wir nicht wirklich krass geiles, ne? Ich kann mir das echt alles quasi wegwerfen, mehr oder weniger. Wirklich nur die Sachen aufsammeln, die wir wirklich, wirklich wollen. Also quasi, wenn was rot ist. Da lebt ja noch einer. Ah! Was haben wir hier? Flammenfächer? Nö. Wir gehen auch nochmal alles einmal ab. Das muss... Oh Gott. Wir gehen ab, boy. Alles okay, solange es kein... Solange es kein Nekroschaden, Genki-Dama Boy, ist es alles in Ordnung. Denke ich zumindest. Sollten wir nicht so viel Damage bekommen. So, wir können da ja hochgehen, ne? Wir können da ja legit hochgehen. Okay, da haben wir die erste Tür. 20% Chance, dass ein Affix und selten Gegenstand des Seelenspiels innerhalb von... Ich kann es nicht richtig lesen, weil irgendwer mich stört. Danke. Innerhalb des entsprechenden Wertebereichs zweimal ausgewürfelt wird, wobei dann der höhere Wert gilt. Okay, gut. Hört sich, glaube ich, nicht so schlecht an, wenn was neu ausgewürfelt wird. Hier sind wir, glaube ich, wieder abgesperrter Bereich. Hoppa. Oh Gott. Das waren gerade viele Sachen. Ja, da ist wieder abgesperrt. Summer! Wie viel droppen die denn? Seitdem habe ich das mit dem Kaufen immer noch nicht so hundertprozentig verstanden. Wo können wir denn jetzt kaufen? Können wir nirgendwo was kaufen? Also jedenfalls habe ich nicht gesehen, dass wir irgendwo hätten was kaufen können. So, was sagt die Tür? Hallo? 20% das Schmiedepotenzial eines Gegenstandes des Seelenspielers zweimal ausgewürfelt wird, wobei dann der höhere Wert gilt. Schmiedepotenzial, weiß ich, dass es was Gutes ist. Was sogar ziemlich Gutes. Deswegen weiß ich, dass man wahrscheinlich eher darauf gehen sollte. Jedenfalls, bei allen, die ich halt geguckt habe, war hohes Schmiedepotenzial immer was Gutes. So, Abpixel, schön und gut, aber wenn uns das besser ins Endgame führt, dann nehmen wir doch das. Oh mein Gott. Das Bier. Das
Das war gerade ein wenig viel Damage. Das war gerade wirklich ein wenig viel Damage. Ich wusste nicht, dass die auch sowas können. Was mit dem? Inferno-Käfig. Was damit? Okay. Keine Tür auf jeden Fall. Oh, nope. Nope, 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 nope. Nicht mit uns. Nein! Ich glaube, da war noch einer. Ja, hier ist der andere Boy. Oh mein Gott, und ich bleib einfach drin stehen, weil ich das casten will. Dass wir da rauskommen. Aber es war einfach noch nicht ready. Oh. Also, mit anderen Gegnern kann es uns auf jeden Fall auseinandernehmen. Oh Gott. Okay, da ist er auch. Ich glaube, die Tür ganz rechts ist auf jeden Fall schon mal unser Freund. Oh, da ist. I am not a man of many pockets. Hä? Das gibt's ja jetzt nicht. Achso, wir haben ganz viele Materialien. Sorry. Kälte, Kälte, Elementarnova. Ich bin echt gespannt, was man noch alles so an Builds mit dem Elementarmeister hier machen kann. Wirklich. Das wird noch wunderschön, was wir uns da alles ausdenken können. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Phasenverstärker? Erhöht Feuerschaden. Not bad. Okay, das zweite hier ist aber auch schon wirklich ein bisschen größer. Würde ich in das Ding da reingelangen? Haben wir... Ach, da war gar nichts. Holy moly, Baby. Sag mal. Die lassen da aber auch Splitter fallen, ey. Okay. Was sagt das nächste? Zum verblassen Brief gefunden und bewahrt, beschädigt zu werden. Brief öffnen. Qualities of this location I have relayed to you before. The depths under this mountain are potent with elemental fire. Okay. I have managed to infuse souls with elemental fire, and rather than burn to ash, I have transfigured them into a powerful new form. What? With this power, we may solve the dread question that hangs over the Empire's throat.
By igniting souls into these soul embers, we will no longer harvest essence too fast to replace. We will finally be able to supply soul essence to the wretches who have gone mindless. I have saved the Empire. Okay. I will take your failure to respond to these letters as an admission of my superiority. I will advise that you may save face by professing my greatness now, before the Emperor hears of my achievement himself. Okay. Es muss auf jeden Fall der Dude sein. Also jetzt nicht der vorne dran, weil ich glaube, da kann ich mich noch dran erinnern, der wollte ja, dass wir da reingehen und seinen Kollegen da ein bisschen hops nehmen. Es muss der Kollege sein, den wir hops nehmen sollen. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ob er wirklich so krass erfolgreich damit ist. Aber naja, wenn er sagt, er wäre damit erfolgreich und könnte damit das Seelenernten irgendwie ja verlängern oder so, irgendwie sowas in dem Dreh. I mean, wäre big für die. Wäre big für die, nicht für uns, aber für die. Eieieiei. Okay, das hier ist auch wieder riesig. Oh, no. Da ist ja noch einer. Da ist ja einfach fucking noch einer. Aber gar kein Ding. Wir sind doch einfach. Ja. Als ob das ein Problem wäre. Ach, ist ja noch so ein Ding. Wenn der kaputt geht, dann haben die wie so eine Last Grenade. Gut, dass wir bis jetzt nur einmal, glaube ich, in so einem Ding stehen geblieben sind. Deswegen hat er uns fast ge-one-tapped. Ich sehe. Nee. Aber die machen das auch nicht immer, ne? Wie es aussieht. In mal Materialien übertragen. Splitter nehmen. Oh. Weiter geht's. Au. Okay, wir haben fast alles erkundet. Fast alles. Die wollen wir mitnehmen. Aua! Wie ist denn das schon wieder, ey? Manometer. Die Mäntel, die brauchen wir auf jeden Fall noch. Nämlich noch keinen richtig krassen Mantel.
Wenn wir da was richtig krasses bekommen könnten, wäre das schon ziemlich geil. Hey, hier war ich doch schon. Sind die wieder neu gespawnt? Oh mein Gott! Die lassen immer so extrem viele. Ja. Ist okay. Feuer der Schlinge mit Feueranrufung. 47 Wolf-Rüstung pro Rarune. Gib ihm. Ich glaube, können wir hier noch irgendwas machen? Können wir dich, was können wir mit der, was können wir mit dir machen? Kann ich hier jetzt mal hingehen und kann versuchen, Rune der Entfernung. Komm. Bitte. Gönn. Mach ja nicht die Feuerdurchdringung weg. Dann bin ich mad. Warte, nee, ich kann die andere hier. Kann das bei der hier probieren, ne? Dann wird's nicht so. Dann wird's theoretisch nicht so wehtun und wir können das da eh noch aufleveln, glaube ich. So. Ja. Der hat jetzt das weggemacht. Nochmal Affix entfernen. Das war die falsche. Ja, dann RIP. Damit. Wobei, nee, wir können uns ja jetzt theoretisch eine bessere Robe machen, oder? So, 20 Mana Reg. Das da sind 64 Rüstung. Wo ist das hier? So, 64 Rüstung, 17 Mana Reg. Die hat 22 Mana Reg. Mit Linksrüstung. Ich könnte jetzt auch noch den letzten da wegmachen. Aber der hier hat ja noch. Der hier hat ja viel mehr. Was ist denn, wenn ich jetzt hier sage. Einen einzigartigen oder Set-Gegenstand desselben Gegenstandstyp? Warte. Warte. Das haben wir noch nie probiert, oder? Ich nehme das da jetzt mal. Und mach das mal. Und mach jetzt hier mal so eine geile Rune. Let's go. Was ist das? 125 Rüstung, 40 Mana, 9 Stärke, 10 Blitzwiderstand und 1% erhöhte Mana-Regeneration plus 3 Blitzwiderstand. I mean, die Rüstung ist zwar geil, aber das war's auch schon. Deswegen lassen wir das mal und ballern echt das da rein. Let's go. Ich kann nicht da echt hingehen und lande einen Glückstreffer. Und mache hier mit der Rune der Entfernung. Okay. Die hat kein Schmiedepotenzial. Der Hell? Der ist einfach gone. Direkt, instant. Cool. Auch gut. Was? Warum hat die jetzt gar keinen. Was? Kann ich hier noch irgendwie Rüstung hinzufügen oder so? Rüstung. Warte mal hier Rüstung hinzu. Ja. Ah, nee, hat ja kein Schmiedepotenzial mehr. Geht ja gar nicht mehr. Ja, okay. Gut. Schade. Schade. Naja. Egal. Da muss man sich noch reinfuchsen, wie das Ganze funktioniert. Mit dem Schmieden und Bessermachen und ganz viel Verbesserungen und Zeug und so. Oh mein Gott, Genki Dama Boy. Und da ist noch irgendwo ein Nico. Caster, Genünsches. Wo ist der? Okay, der ist dead. Wir haben hier noch eine. Ach, ja. Wir haben hier noch mehrere Sachen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nope. Bitte lass das. Ich hasse das.
Das war jetzt viel auf einmal. Das war jetzt wirklich viel auf einmal. Okay, hier kommen wir nicht lang. Gut. So. Können wir noch... Ich glaube, wir spawnen immer wieder neu, oder? Wir waren doch hier schon. Waren doch hier einfach schon. Komm, wir gehen nach oben. Wir beenden das Ganze hier. Ich hoffe inständig, das spawnt jetzt wirklich nicht krass viel nach. Aber anscheinend spawnt da echt nichts nach. Nur wir sind halt doof. So. Hier war das mit dem Schmiedepotenzial. Ja, let's go. Let's go zum Schmiedepotenzial. Okay. Und dann sind wir... Dann sind wir hoffentlich durch. Hallo? Hallo? Ja, ja? Something is wrong with the soul embers. Ach nee, ehrlich. The test subjects react as expected when exposed to the soul embers. At first, the flames then begin to consume the body in order to fuel the soul ember within. This leads to rapid immolation. Minor setback, nothing more. Until I devise a means to better stabilize the soul embers, the addition of a way to consume outside sources of fuel rather than our own bodies will suffice. Before you dare to gloat over this, do not forget the trouble your pets in the north gave you before you brought them to heal. This will be nothing compared to that embarrassment. Okay. Also der ist, glaube ich, immer zu unserem Dude da vorne am Eingang am Reden. Aber dann gucken wir mal. Ja, feuerliche Cremos. Ein Abschluss der... Abstimmung werden diejenigen, die sich dafür entschieden haben, der Seelenkessel betreten. Der Seelenkessel betreten vor allem, was? Okay. Oh mein... Okay. Ich bin dead. Oh, please. No! 0 HP. Ach. Okay, also, man wird in den Bossfight reingeworfen, kennt überhaupt nicht, wie die Mechanics gehen und stirbt jetzt. Wenigstens haben wir keine Fehlermeldung bekommen und wurden einfach nur aus dem Dungeon rausgekickt. Also gehe ich davon aus, es ist gewollt, dass wenn man stirbt, das Ding nicht zurückbekommt und auch alles andere... mehr oder weniger gone ist. Gut. Dann haben wir zumindest jetzt aber so ein Unique noch bekommen. Weil wir das umgewandelt haben. Wir können auch einmal die Götzen hier einmal rüberwerfen. Sehr schön. Okay. Und dann verkaufen wir noch einmal. Yes. Also, ein kleiner Setback, aber macht ja nichts. Wir haben ein bisschen was rausbekommen, so ist ja nicht. Wir haben hier kein Potenzial mehr drauf. Wir haben hier noch Betäubungsverwendung, erhöht Kälteschaden. Wow, warum nicht Feuer oder so? Mann! Das ist doch scheiße. Mann. I hate it. Aber okay. Gut, ist halt so. Das nächste Mal, wir gehen da durch und wir ballern den. Safe. Nächstes Mal am Ende ballern wir den. Und dann wird's definitiv noch ein bisschen Kampagne geben. Wir sind ja jetzt zumindest mal in Majelka.
Das ist falsches Zeitalter. Hier. Das heißt, wir müssen hier nur noch Majelka komplett machen und dann weiß ich auch nicht, was da noch auf uns zukommt. Oder zukommen wird. Das müssen wir dann gucken. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Passt. Dann einmal hier Spiel verlassen. Jawohl. Perfektor. Alles schwarz. Hallo. Spiel. Ah. Perfekt. Gut. Dann alle, die auf YouTube zuschauen. Vielen Dank fürs Gucken. Und wir sehen uns definitiv beim nächsten Mal. Und ich merke gerade, wir haben es gar nicht wirklich geschafft zu unserem Goal, oder? Habe ich nicht 60 irgendwas gesagt? Hm, 2 Level weniger. Macht nichts. Gehabt euch wohl. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Bye, bye.